So, hallo alle zusammen. Heute geht es los mit dem ersten Lego Harry Potter Set aus dem Sommer 2021. Und wir starten mal mit der Nummer 76387 Hogwarts Begegnung mit Fluffy. Das Set kostet normalerweise knapp 40 Euro und besteht aus 397 Teilen. Das Set gibt es aber auch schon im freien Verkauf. Da bekommt man es so für um die 32 Euro. In dem Set sind dann insgesamt 4 Minifiguren dabei, darunter dann eine goldene Hermine Granger. Diese goldenen Figuren sind ja anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Lego Harry Potter. Und hier auf der Rückseite sieht man noch die ganzen Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Zudem sieht man hier unten noch, es gibt noch Sammelkarten, also Wizard Cards. 2 zufällige sind dann hier in diesem Set drin, da bin ich auf jeden Fall auch schon mal gespannt. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir mal zusammen einen Blick in die Box. Okay, dann schauen wir mal, wie viele Tüten hier drin sind. So, in der Box waren jetzt 3 nummerierte Tüten. Zudem haben wir hier auch noch ein paar Aufkleber. Und noch die Anleitung, die sieht so aus und die hat insgesamt 83 Seiten. Und hier auf der nächsten Seite sieht man auch noch was Interessantes. Hier sieht man zum einen noch 2 andere Sets aus der Welle. Und mit den 3 Sets kann man sich dann auch sein Hogwarts zusammenbauen. Das finde ich echt ziemlich cool. Und hier drüben sind dann noch die Wizard Cards. Es gibt insgesamt 16 verschiedene. Das finde ich irgendwie auch ziemlich cool. Und ja, mal schauen, welche wir dann hier drin haben. Jetzt baue ich aber erstmal das Set auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, fertig. Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau habe ich so eine knappe Stunde gebraucht und so sieht mal das Ergebnis aus. Wir haben halt einen Teil von Hogwarts, dazu noch den 3-köpfigen Hund Fluffy, eine Harfe ist noch mit dabei und eben die 4 Minifiguren. Und die schauen wir uns heute auch wieder als erstes an. Und da hätten wir hier einmal Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley. Alle 3 Figuren sind dann hier ausgerüstet mit ihren Zauberstäben. Die haben auch alle unterschiedliche Farben und man kann ihn auch wieder so nach vorne zeigen, wie wir es gerade bei Hermine sehen. Die Figuren tragen dann hier halt ihre Schuluniform mit dem Zeichen hier oben von Gryffindor und halt auch den Farben. Die Krawatte ist zum Beispiel in den Farben von Gryffindor. Sie haben auch hier die kurzen Beine, weil das ja im ersten Schuljahr stattgefunden hat. Die kurzen Beine sind dann halt nicht beweglich und ich zeige euch die Figuren mal kurz von allen Seiten. Hier sieht man halt die Haarteile und von hinten sieht man hier jetzt noch die Rückenbedruckung. Da sieht man jetzt hier nochmal die Kapuze. Die Rückenbedruckung unterscheidet sich auch ein bisschen. Also wir sehen hier zum Beispiel die von Harry und von Ron, die unterscheiden sich ein bisschen. Die Kapuze bei Ron, die ist ein bisschen größer. Die von Hermine ist dann die gleiche Rückenbedruckung wie die von Harry, weil die auch hier das gleiche Oberteil eben anhaben. Hier haben sie dann, wie gesagt, eben die Schuluniform an. Harry und Hermine haben sie halt zugeknöpft und Ron hat sie offen. Und hier sehen wir dann nochmal die Gesichtsbedruckungen der einzelnen Figuren. Harry Potter natürlich mit seiner Brille und der Blitznarbe. Und alle 3 Figuren haben auch noch ein zweites Gesicht. So sehen sie dann wahrscheinlich aus, wenn sie auf Fluffy treffen. Und hier haben wir jetzt noch die 4. und exklusive Figur in dem Set, Hermine Granger als goldene Figur, als goldene Sammelfigur, eben zum 20-jährigen Jubiläum von Lego Harry Potter. Sie steht hier auf so einer goldenen Minifigurenplatte. Die finde ich ganz okay. Ich hätte es noch ein bisschen besser gefunden, wenn man genauso wie bei Ninjago hier so ein kleines Podest gebaut hätte mit so einer bedruckten Fliese, wo dann eben 20 Jahre Harry Potter draufsteht. Aber so die Fliese hier, die ist auch schon okay, weil in Gold haben wir sie, glaube ich, noch nie gehabt. Also meistens bekommen wir sie ja in Schwarz. Und Hermine ist dann hier einmal komplett in Gold gehalten. Ich finde die Figur eigentlich ganz schön. Auch der Zauberstab ist hier in Gold, genauso wie ihr Haarteil. Ich zeige euch das mal kurz von allen Seiten. Die Figur hat auch hier wieder die kurzen, unbeweglichen und unbedruckten Beine, aber die Torsobedruckung, die finde ich klasse. Sie trägt halt hier den Pullover auch wieder von Gryffindor mit dem Zeichen hier auf der Seite und der Krawatte. Hier wurden auch so ein paar Sterne angedeutet, also dass es halt so ein bisschen funkeln soll. Das finde ich echt ganz nett. Das Gesicht ist natürlich auch dann komplett in Gold, aber sie hat keine zweite Gesichtsbedruckung bekommen, also nur die erste hier. Und hier hinten haben wir noch einmal groß drauf 20 Jahre Lego Harry Potter. Also man hat es jetzt eben hier dann verewigt, sage ich mal. Bei den Ninjago-Figuren gab es ja so eine bedruckte Fliese dann. Aber ja, ich mag eigentlich immer so Sammelfiguren ganz gerne. Ich habe mal hier rechts noch kurz eine Star Wars Figur vom 20-jährigen Lego Star Wars Jubiläum zum Vergleich dazu geholt und da muss ich schon sagen, irgendwie hat Harry Potter die langweiligste Baseplate. Also das ist halt so eine ganz normale Minifiguren Baseplate,
aber halt in Gold. Gold passt halt richtig gut zu der goldenen Figur. Aber ich hätte es halt schöner gefunden, wenn wirklich so ein kleines Podest gebaut worden wäre mit irgendeinem bedruckten Teil, wie zum Beispiel hier bei Star Wars oder halt bei Ninjago. Ich kann euch die Figuren auch nochmal kurz von hinten zeigen. Dann sieht man halt, dass auch bei den Star Wars Figuren ja hier dieses 20 Jahre nochmal verewigt worden ist. Genauso wie jetzt hier bei den Harry Potter Figuren. Also von daher hätte ich es eigentlich schon noch ganz gut gefunden, wenn die Baseplate ein bisschen aufregender gewesen wäre. So, als nächstes hätten wir hier dann mal Fluffy, den dreiköpfigen Hund. Der hat eine Länge von ungefähr 10 cm und eine Höhe von ungefähr 8 cm. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man den Schwanz hinten hinstellt und auch die Köpfe, die kann man ja auch bewegen. Also die kann man zum Beispiel nach oben machen, das zeige ich euch gleich. Schauen wir uns erstmal die Form an, die gefällt mir echt ganz gut. Die Farben passen auch, dieses Grau hier sticht ein bisschen raus. Aber ich weiß nicht, ob es diese Teile auch in Schwarz oder in Braun gibt. Aber so hier der Rücken, der gefällt mir ganz gut und auch unten der Bauch, das passt eigentlich ganz gut dazu. Man hat halt versucht, so ein bisschen das Fell anzudeuten. Und hier vorne hat man dann die Köpfe. Die sind verschieden bedruckt. Wir haben drei verschiedene Gesichtsausdrücke. Also der von uns aus gesehen rechte hier, der hat beide Augen zu. Der schläft halt gerade. Der in der Mitte, der hat ein Auge offen und eins noch geschlossen. Und der linke hier, der ist halt komplett wach und auch super wütend. Er reißt schon mal sein Maul auf und man sieht halt die Zähne. Das sind wie gesagt alles bedruckte Teile. Und die Köpfe kann man dann bewegen. Die sind an Kugelgelenk befestigt. Das sieht man von hier oben mal. Also jeden Kopf kann man halt getrennt voneinander bewegen. Man kann die so nach oben bringen oder nach unten. Zu den Seiten ist halt nicht viel Bewegungsfreiheit gegeben, weil dann halt gleich der nächste Kopf kommt und man kann sie halt maximal so weit nach außen bringen, weil dann der Kopf hier an diesen Teil anstößt. Genauso ist es hier drüben. Aber so ein bisschen bewegen kann man sie dann schon. Wir können zudem auch noch die Beine bewegen. Die kann man ganz normal nach vorne und hinten bringen. Und den Fuß unten, den kann man auch noch ein bisschen verstellen. Also da gibt es hier so ein Klickgelenk. Das heißt, die kann man so nach vorne bringen, nach hinten. Das heißt, man kann eine Laufbewegung darstellen oder man kann ihn einfach auch schlafen legen. Das Ganze würde dann mal so aussehen. Um ihn zu beruhigen und ihn schlafen zu legen, haben wir ja dann hier diese Harfe. Die Saiten hier in der Mitte, das ist ein Aufkleber. Das wurde hier auf so ein transparentes Teil drauf gemacht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Auch die Bauweise passt halt. Wir haben hier dieses Teil, das kann man so ein bisschen bewegen. Das hat man halt so nach oben gebracht, um die typische Form von einer Harfe eben darzustellen. So, und dann haben wir hier jetzt noch das kleine Modell, den Teil eben von Hogwarts. Das Modell hat eine Breite von ungefähr 19 cm, dazu noch eine Höhe von 30 cm und nach hinten in die Tiefe, da geht es ungefähr 7 cm. Und das Modell schauen wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen genauer an. Das Modell hier ist modular aufgebaut, das können wir also ganz leicht auseinandernehmen. Wir können einmal hier den Turm von dem Gebäude hier trennen. Dann können wir hier oben die Turmspitze abnehmen. Den oberen Teil des Turms können wir noch abnehmen und eben den unteren Teil. Ihr seht schon, das ist immer bloß über vier so Noppen miteinander verbunden. Und auch hier können wir noch das Dach abnehmen. Und dann haben wir eben die einzelnen Segmente. Das hat folgenden Grund. Es gibt ja noch drei andere Sets von Hogwarts. Einmal die Kammer des Schreckens, dann noch die erste Flugstunde und das Set mit dem misslungenen Vielsafttrank. Die kann man dann alle miteinander verbinden und sich eben ein großes Hogwarts aufbauen. Das hatten wir ja schon in der Anleitung gesehen. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Ich wollte euch das mal zeigen, weil an diesem Set haben wir noch eine Falltür, die momentan noch nicht so viel Sinn ergibt. Die dann erst halt interessant ist, wenn man die anderen Teile auch noch hat. Die Falltür sehen wir nachher gleich mal auf der Rückseite, aber schauen wir uns erstmal hier die Fassade an. Wir haben hier wieder das grüne Dach, das wurde hier mit so ein paar ja, so Käseteilen in grün ein bisschen verziert. Zudem sieht man hier halt die Fassade von der Mauer. Das hier sind so strukturierte Steine und hier unten hat man noch zwei Aufkleber. Zudem hat man hier halt so ein paar Fenster und das Wappen von Hogwarts mit den vier Häusern. Das ist aber ein Aufkleber und kein bedrucktes Teil. Der Turm hier drüben, der steht dann auf so Felsen und hier oben hat man noch so einen kleinen Balkon mit einem goldenen Geländer. Und von der Seite sieht man dann hier mal die Befestigungspunkte, wo man dann eben die anderen Teile von Hogwarts mit verbinden kann. Auch hier oben beim Turm sind noch so Verbindungsmöglichkeiten.
Und hier sehen wir jetzt mal das Gebäude von hinten. Der rechte Raum hier ist noch ziemlich leer. Da können wir jetzt aber gleich den Fluffy reinlegen. Hier an der Seite sieht man noch sein Futter, also so eine Hähnchenkeule. Und hier ist dann auch gleich die Falltür. Die ist hier angedeutet. Die kann man so aufmachen und dann geht es da unten eben weiter. Momentan halt noch nicht. Dafür braucht man dann die anderen Teile von Hogwarts. Beziehungsweise man kann das Set hier ja auch schon umbauen, das haben wir ja auf der Rückseite von der Verpackung auch schon gesehen. Wir können hier unten also schon mal einen Raum platzieren und dann macht die Falltür natürlich mehr Sinn. Das sieht dann mal so hier aus, also jetzt fällt man eben durch die Falltür wirklich in einen anderen Raum. Von vorne finde ich, sieht es aber ein bisschen komisch aus, weil wir halt auf der einen Seite die Felsformation haben und hier drüben dann den Balkon. Das macht dann irgendwie weniger Sinn, also wenn man dann die anderen Teile von Hogwarts hat, ich glaube, dann sieht es wirklich besser aus. Gut, ich habe das dann kurz mal wieder zurückgebaut und so sieht das Ganze dann mal aus, wenn Fluffy hier drin liegt und schläft. Und hier oben unter dem Dach, da haben wir dann auch noch ein paar Kerzen. Und hier auf der anderen Seite bei dem Turm, da haben wir hier ganz unten einmal so ein paar Tentakeln von der Teufelsschlinge. Ich nehme mal kurz das obere Teil ab, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Oder machen wir es mal so, so erkennt man es glaube ich am besten. Hier sind halt noch ein paar Tentakeln dann von der Teufelsschlinge. Hier in dem mittleren Geschoss des Turms, da ist eigentlich nicht viel drin. Hier sieht man zwei Fackeln an den Seiten und vorne war ja der Balkon. Also hier kann man dann, wenn man möchte, eine Minifigur hinstellen. Und ganz oben in der Turmspitze, da haben wir dann noch ein Klassenzimmer für Zauberkunst. Hier haben wir zum Beispiel einmal einen Kochtopf, der hier schon auf der Flamme steht. Und hier hinten haben wir dann noch einen Tisch, den nehme ich auch mal kurz ab. Da haben wir dann einmal eine Kerze, hier drüben auch noch irgendeinen Trank und auch hier ein ziemlich cooles Teil. Das ist ein bedruckter Minifigurenkopf, da sind halt auch noch ein paar Details drauf gedruckt. Und hier unter dem Dach wurde noch ein Aufkleber angebracht. Das Dach an sich gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Wir haben es hier wieder in so einem Grünton, wie wir es von früheren Lego Harry Potter Sets her kennen. Wir haben hier verschiedene Spitzen und ganz oben halt auch nochmal eine Spitze mit ein paar Details. So, und zu guter Letzt haben wir hier dann noch die beiden Wizard Cards. Ich habe hier links einmal Nicolas Flamel und rechts Newt Scamander. Das sind halt zwei Charaktere von Fantastische Tierwesen. Und das ist halt so ein weiterer Sammelartikel. Das sind auch bedruckte Fliesen, das gefällt mir schon mal ganz gut. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist, dass die halt zufällig in den Sets drin sind. Mir hätte es besser gefallen, wenn immer diese beiden Teile eben in diesem Set drin wären und in den anderen Sets dann eben andere, sodass man am Ende, wenn man wirklich alle Sets kauft, wirklich auch alle 16 verschiedenen Wizard Cards hat. Jetzt sind die halt zufällig drin, dann kann es halt sein, dass man am Ende viele Doppelte hat. Das ist halt ein bisschen ärgerlich dann. Wie gesagt, so Sammelartikel finde ich eigentlich ganz cool und ich finde auch diese Wizard Cards ganz cool. Aber mir hätte es halt, wie gesagt, besser gefallen, wenn man alle Sets kauft und dann auch wirklich alle 16 verschiedenen Karten dann hat. Gut, und damit kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit. Wir bekommen halt bei dem Set hier ein Teil von der Fassade von Hogwarts halt oder ein Teil eben von Hogwarts, das modular aufgebaut ist und das halt dann erst imposanter aussieht, wenn man noch die anderen Teile dann eben hat und sein großes Hogwarts dann aufbauen kann. Die Minifiguren, die dabei sind, sind okay, aber die hat wahrscheinlich schon jeder. Also es ist halt Harry, Hermine und Ron, das sind halt gerade die drei Hauptcharaktere. Ich denke mal, die werden die meisten schon in der Sammlung haben. Was natürlich ziemlich cool ist, ist die goldene Sammelfigur von Hermine Granger. Das finde ich ziemlich gut. Auch Fluffy gefällt mir eigentlich ganz gut. Also hier hat man durchaus ein solides Set, aber ich glaube, es gibt noch bessere Sets in der Welle. Ich finde auch 40 Euro vielleicht ein bisschen zu teuer für das, was man bekommt. Aber im Angebot gibt es ja schon ein bisschen günstiger. Das ist dann natürlich aber wieder alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung zu dem Set gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.